Hi Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dying Light. So, in der letzten Folge haben wir hier ein bisschen Tutorial gemacht, sind ein bisschen rumgesprungen, die ganze Steuerung mal ein bisschen kennenlernen. So, jetzt würde ich sagen, wir müssen jetzt zur Krankenschwester, weil ich glaube, wir brauchen Azin, weil wir hatten in der letzten Folge unseren ersten Anfall, würde ich sagen. So, und damit es nicht nochmal passiert, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu der Ärztin. So, mal gucken, wo die ist hier. Ist die. Fahren Sie mit dem Aufzug ins Erdgeschoss. Okay, hier geht's nicht runter. Wir müssen noch einen Stockwerk runter. Ich muss mich erstmal hier ein bisschen zurechtfinden. Müsste hier eigentlich sein. Wenn ich damit so. Ah, hier ist es, okay. Sind wir doch schon richtig. So. Also gut, Sie haben mir einen richtigen Job gegeben und niemand ahnt, dass ich nicht der bin, für den ich mich ausgebe. Soweit, so gut. Und sobald Dr. Zara mir hilft, diese Infektionsanfälle loszuwerden, wird's mir noch besser gehen. Slums erwachen. Und wenn euch das Projekt gefällt, unterstützt mich auf jeden Fall. Ich würde mich sehr, sehr freuen, weil ihr wisst ja, Leute, Support ist kein Mord. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch in meine anderen Let's Plays reinschauen, wie Destiny und so weiter. Schaut einfach auf meinen Kanal, vielleicht ist was für euch dabei, was euch ein bisschen gefällt. Destiny bin ich ja eher am Streamen jetzt, aber ich lade natürlich auch jeden Stream von Destiny auf meinen Kanal hoch. Dann könnt ihr auch nichts verpassen. So, jetzt reden wir doch mal hier. Was ist denn los, Quartiermeister? Ah, Sie sind der neue Späher. Rahim hat Sie per Funk angekündigt. Genau. Ich heiße Crane. Namen merke ich mir erst, wenn jemand eine Weile überlebt hat. Hier, das ist für Sie. Übrigens, im Turm erzählen Sie, dass Sie bloß essen und Antizin schnorren wollen. Soll heißen, die Leute mögen Sie nicht besonders. Nehmen Sie Dankeschön. Nicht übel. Das ist nur der übliche Lagerkoller. Und da auch noch die Funkverbindung mit der Außenwelt gestört ist, mangelt's hier nicht an Paranoia. Entweder die Stadt hilft sich selbst oder keiner tut's. Wenn Sie mir oder Spike aber Sachen aus den GRI-Paketen bringen, ändern die Leute ganz schnell ihre Meinung. Das Zeug ist lebenswichtig. Danke, ich werd's mir merken. Sonst noch was? Hab's eilig. Also, wenn Sie gemocht werden wollen, dann sollten Sie sich nützlich machen. Wer den Leuten hilft, ist gleich beliebter. Vielleicht finden Sie sogar eine Frau. Für die kalten Nächte. Okay. So, einfaches Rohr. Der Quartiermeister versorgt sie täglich mit kostenlosen Gegenständen. Es lohnt sich, bei ihm vorbeizuschauen, wenn ihre Vorräte zu Neige gehen. Alles klar, nehme ich doch natürlich. Gegenstände auf Lager. Das Medikit nehmen wir mal mit. Dietrich nehmen wir auch mal mit. Metallteile lassen wir mal. So. Lassen Sie sich von Dr. Serie, keine Ahnung, Antizin spritzen. Ist er das? Nee. Okay, nur auf die Karte gucken. Pass auf, dass du draußen nicht von ihnen eingekesselt wirst. Ah, hier wird es sein, oder? Nee. Okay, hier geht's nicht runter. Wir sind hier runter, oder was? Wo haben wir denn das Rohr? Können wir das Rohr hier drin nicht benutzen? Ich denke mal, dass wir das erst in Hand nehmen können, wenn wir draußen sind. Aber wir hatten ja schon einen Zombie auch hier in dem Haus. Okay, alles klar. Du willst raus, ja? Ja, lass mich mal raus hier. Okay, Neuling, sei vorsichtig. Wir haben schon zu viele verloren. Wird sterben.
Okay, Neuer. Dr. Sarah ist in einem Anhänger auf einem umzäunten Spielplatz. Raus aus dem Turm, nach links und dann südwärts. Nicht zu übersehen. Ich heiße Crane. Okay, Crane. Lauf einfach weiter. Du hast keine Zeit für Sightseeing. Ja, klar. Nicht so viel Lärm. Das zieht nur diese Viecher an. Oh. Ich weiß eben nicht, kann ich hier runterspringen? Ohne dass ich Energie verliere? Ich trau mir nicht, Leute. Warte mal, hier ist was. Batterie. Ah, hier sind richtig viele Truhen und sowas. Kaffee. Plastikteil. Ich weiß nämlich, ich muss da wahrscheinlich hin. Okay, ich denke mal. Oh mein Gott, das ist überhaupt. Das ist schon wieder so ein Spiel. Sicherheitszone wird betreten. Das ist schon wieder so ein Spiel, wo ich dann schnell. Schnell sein muss. Vergammelten Säcke nie lernen, wie man auf einen Transporter klettert. Doktor? Hallo? Ist jemand da? Kenden? Sind Sie da? Verflixt. Ich soll einen Impfstoff bekommen. Was? Nein. Ein Suppressivum. Es heißt Antizin. Unterdrückt die Symptome. Setzen Sie sie. Okay, eine Krankenschwester ist ein Arzt. Okay. Also wir angehören wie eine Krankenschwester. Besseres gibt's vom GIE nicht. Das Ende? Es gibt keine Chance auf Heilung? Es ist eine Art Tollwut. Es gibt zurzeit kein Heilmittel, aber ich habe Tests an Antizin und an infizierten Gewebe durchgeführt. Heilung ist möglich. Definitiv möglich. Echt jetzt? Sie könnten ein Heilmittel finden? Mit Dr. Camdens Hilfe ja. Ich glaube schon. Ah, wo habe ich nur den Injektor? Wer ist Dr. Camden? Ein Kollege steckt in Sektor 0 fest. Also dort, wo der Ausbruch begann. Wir arbeiten über Funk zusammen. Wir kämen natürlich viel schneller voran, wenn die Verbindung besser wäre. Mhm. Und wenn meine frühen Experimente Früchte getragen hätten. Ich habe rekombinierte Versionen des Virus in Fleischstücke injiziert und sie dann in der Stadt verteilt. Ich hoffte, die Infizierten würden sie finden und essen. Und dass ich dann die Ergebnisse dokumentieren könnte. Sie wollten sie nicht? Nein, alles für die Katz. Ich habe so viel Zeit darauf verschwendet. Es gibt auf jeden Fall keinen Grund mehr, Antizin in Reserve zu halten. Denke ich. Also, ich bin beschäftigt. Bitte gehen Sie jetzt. Wo war ich gerade? Okay, die Infizierten essen anscheinend das Fleisch mit dem... Mit dem Heilmittel oder Gegenmittel nicht? Rahim, sie hat mich untersucht und mir eine Spritze verpasst. Okay, toll. Das sollte dir erstmal über die Runden helfen. Ich gewöhne mich gerade daran, dich rumzukommandieren. Zeit für einen Härtetest. Sprich mit Spike. Er ist bei Sarahs LKW und hat den ersten richtigen Job für dich. Okay, das wird der hier sein, der Kamerad. Neuer Überlebensrang. Fertigkeitspunkte freigeschaltet. Die Läden und der Quartiermeister haben neue Gegenstände im Angebot. Okay, dann schauen wir doch gleich mal. Ne, das war da nicht. Das war hier drin. Fertigkeiten. Sie haben Fertigkeitspunkte, die Sie auf die Fertigkeitsbäume verteilen können. Okay. Wie habe ich da? Ich habe einen Punkt. Wendigkeit, Kraftstufe... Überlebensrang. Machen wir mal die Wendigkeitsstufe. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Okay. Wendigkeitsstufe 2. Punkte 0. Okay, ich kann da noch gar nichts reinsetzen. Ich muss praktisch... Ah, überleben. Ich muss praktisch die einzelnen Bäume freischalten.
Indem ich jetzt zum Beispiel viel kletter und sowas. Okay. Verschafft ihnen Zugang zu hilfreichen Fähigkeiten, Entwürfen und Hilfsmitteln. Um den Rang zu erhöhen, erfüllen sie Quests, helfen sie anderen überleben und nehmen an Herausforderungen teil. Je höher der Rang ist, desto besser ist die Ausrüstung, die ihnen im Geschäft angeboten wird. Ah, okay. Erforderlich. Überlebensstufe 2. Stufe 2 haben wir. Lernen Sie, die fürs Überlebenden elementarsten Dinge herzustellen. Niedrige Bälle, einfache Wurfsterne und Molotov-Cocktails. Ah, okay. Ja, dann machen wir das doch mal. Yep. Okay. Sie haben gelernt, Dietriche herzustellen. Ja, wie stelle ich die her? Entwürfe. Dietriche. Ah, noch brauchen sie ein, ist ein Schloss. Okay, da brauche ich Komponenten Metallteile. Okay, alles klar. Verstehe ich. Okay, alles klar. Wurfsterne. Okay. Hey Spike, ich bin Crane. Echt toll. Noch so ein Ungelernter. Na gut, Klappe und zuhören. Es gibt zwei Arten von GRE-Paketen. Die einen mit Nahrung, Medizin, Überlebensausrüstung etc. Die anderen enthalten Antizin. Der GRE sendet eine Videobotschaft, wenn eine Lieferung unterwegs ist. Leider schnappen sich Rais Schläger immer wieder das abgeworfene Antizin. Und ohne Antizin sind wir völlig aufgeschmissen. Rais und seine Jungs sind nur tagsüber aktiv. Im Dunkeln macht man's da draußen ja auch nicht allzu lange. Die nächsten zwei Antizin-Pakete kommen heute Abend runter und Bracken will sie sich holen. Das könnte unsere einzige Chance sein, sie zu erreichen. Was soll ich tun? Wie gesagt, nachts loszuziehen ist quasi Selbstmord. Oder wäre es, wenn ich nicht seit Wochen Unterschlüpfe und Fallen vorbereitet hätte. Brackens Team wird's heute Nacht schaffen, wenn du da draußen die Fallen scharf machst. Das ist deine Aufgabe. Okay, was für Fallen sind das und wie macht man sie scharf? Ich werde die Anweisungen durchgeben. Nicht vergessen, ohne diese Fallen überlebt Bracken die Nacht nicht. Und wenn er kein Antizin mitbringt, sind wir verloren. Nimm dir ein paar Böller, bevor du losziehst. Selbst gebastelt. Sind eine gute Ablenkung, wenn du Ärger kriegen solltest. Mhm. Besorgen Sie einige Böller. Du hast ihn doch gehört. Nimm die Böller mit. Wo sind die Böller? Diesen Akkuschrauber. Da. Okay, das sind die Böller. Wie kann ich die jetzt. Wie habe ich die jetzt? Okay, machen Sie Brackens Mission eine Falle scharf. Okay. Plündern. Boah, es ist ein Haufen Zeug. Plündern ist der Schlüssel zum Überleben. Durchsuchen Sie Leichen, verlassene Autos, Möbelstücke und sogar Mülleimer, um Geld, Waffen und Werkzeugteile zu finden. Nutzen Sie Ihren Überlebenssinn X, um Gegenstände, die Sie plündern können, zu identifizieren. Suchen Sie in der Umgebung nach großen verschlossenen Truhen, die von anderen Überlebenden zurückgelassen wurden. In der Regel stehen sie auf Dächern, außer Reichweite der Zombies. Sie erhalten Waffen und andere wertvolle Dinge. Okay. So, wenn ich jetzt X drücke. Ah, alles klar. Da sind ein paar Zombies. Sicherheitszone wird verlassen. So, wenn ich jetzt aber den Böller nehme, habe ich den Böller dann in der Hand. Wie werfe ich denn den? Ich denke mal auf L2. Ich will es jetzt aber noch gar nicht probieren. Nicht, ich will hier keine Böller verschwenden oder so. Wollen wir da mal hochrennen, oder? Okay, hier kommen wir nicht hoch. Die rennen ja jetzt aber auch nicht hinterher. Ich denke mal, dass ich gerade hier...
glaube, ich bin schon wieder. Ich bin viel zu langsam in dem Game. Gehen wir mal hier hoch. Boah. Machen Sie für Brücken mit einer Fallschärf. Gut, das Auto zuerst. Öffne die Haube und schließ die Batterie an. Das macht die Falle scharf. Okay. Ist da draußen jemand? Es ist ein Notfall. Ich bin hier draußen fürs Bike unterwegs. Crane, richtig? Hör zu. Einer unserer Kuriere wollte einen Unterschlupf für Breckens Mission vorbereiten. Er ist auf einem Hof nahe Wefa und Mirma von Zombies umzingelt. Er braucht Hilfe. Okay, ich kümmere mich. Okay, Leute, wie es denn aber weitergeht mit dem Überlebenden, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich gehe mal kurz hier rein. Hier sind wir in der Sicherheitszone. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Es ist richtig, richtig spannend. Und ich glaube, ich werde richtig fällen in der nächsten Folge. Wenn ihr euch das anschauen wollt, bleibt auf jeden Fall dran. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, einen Kommentar oder auch ein Abo. Würde mir alles sehr, sehr helfen und freut mich natürlich immer sehr, mit euch ein bisschen zu kommunizieren und ein bisschen zu schreiben. Macht mir echt viel, viel Spaß. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.